Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Also, ich bin gerade mit der Franchi am S-Bahnhof, weil wir S-Bahnhof, halt an der S-Bahn, wir fahren jetzt zum Hauptbahnhof und dann geht's ab nach Wien für 3 Tage. Das habe ich nämlich vor ungefähr 2 Jahren zu Weihnachten bekommen von der Franchi. Und so genau eine Sekunde ungefähr, bevor dieser scheiß Gutschein abgelaufen ist, haben wir dann den Urlaub gebucht. Und jetzt fahren wir nach Wien für einen kleinen Girls-Trip und ich dachte, ich vlogge das Ganze natürlich wieder. Und es ist übrigens 20 vor 6. Please kill me. No. Und wir fahren jetzt erstmal zum Hauptbahnhof. Wow, du bist so kulturell engagiert, das freut mich richtig. So, wir sind in Wien angekommen, wir sind auch schon in unserem Hotel und check jetzt erstmal den Room ab. Big! Warte, das ist echt voll groß. Cute. 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 Hello! Warte, es ist warm. Pretty. I found it! Ihr steht auf einem Wasserkocher! Okay, also die Franchi geht jetzt gerade duschen, wir sind ein bisschen schräg, es tut mir leid, der Wasserkocher ist schräg. Und ich bin jetzt gerade ein bisschen Laptop, weil ich gerade der Kathi, die Person, die jetzt die meisten meiner Videos schneiden wird, mein neues Video schicken muss. Und das muss ich jetzt machen und ich hoffe, das WLAN ist schnell genug dafür. So, wir haben uns umgezogen, ready gemacht und begeben uns jetzt mal ins Stadtinnere. Wir haben zwar keinen Plan, wo das ist, aber wir werden das finden. Und hier ist ohne Witz so gutes Licht. Guck dir das mal an. Komm her. Ah, she pretty. Licht noch was aus. Nein. So ein gutes Licht. So, wir sind gerade shoppen. Ich chill hier übrigens am Boden, weil die Freundschaft gab. Ich probiere gerade ein paar Sachen an und ich habe schon übelst Hunger. Also bitte gib mir mal. Ja. Wir haben heute Abend schon reserviert. Und zwar haben wir heute Abend schon reserviert im Akakiko oder so. Dieses asiatische Restaurant haben mir mega viele von euch empfohlen, weil es auch so eine Terrasse hat, wo man eben über Wien schauen kann. Also in der Maria-Hilf-Straße, irgendwie sowas. Und da gibt es halt Sushi. Und ich liebe Sushi. Und zwar, es gibt auch mein Lieblings-Sushi, Spicy Tuna. Deswegen gehen wir dahin. Und dann sind wir ein bisschen lang gelaufen und dann haben wir die Pride Parade entdeckt. Und hier ist gerade so ein riesiger Pride Marsch. Ich wollte es jetzt nicht filmen, weil ich Angst hatte wegen dem Datenschutzgesetz, weil ich dann fremde Menschen filme ohne Einverständnis und deswegen, genau. Aber es war voll schön. Also es war echt richtig gute Musik. Jetzt haben wir hier gerade ein paar Pictures gemacht und werden wahrscheinlich noch ein paar mehr Pictures machen irgendwo anders. Wir laufen gerade so ein bisschen rum. Das Ding ist halt, dass dieser ganze Ring abgesperrt ist, weil da diese Pride ist. Man kommt halt nirgendwo durch. Und deswegen müssen wir gerade gucken. So, das ist andere gemacht. Yeah. She thought the view was pretty, but I thought she was prettier. Know how to unpack your Stäbchen? No problem. Ja, das macht man so. Ich reiß die immer auseinander. Ja, ich auch, aber dann musst du sie drehen. Oh, das lief richtig gut, Hannah. Okay, klapp auf. Wir haben unser Sushi bekommen. Ich habe Spicy Salmon und die Freundin hat einen Dragon Roll. Und die sind ungefähr so riesig. Ich habe keine Ahnung, ob ich die in meinen Mund bekommen soll. Do it for the gram. Hi, wir sind wieder im Hotel angekommen. Das Essen war richtig geil. Aber ich war ungefähr so voll. Ich habe so ein Food Baby. Aber es war richtig lecker. Also in meinem, oh Gott, wie schon so, Akakiko? Akakiko oder so. Aber in der Maria-Hilfer-Straße oder so.
Und da hat man so eine richtig nice Aussicht über ganz Wien. Das habt ihr gesehen. Also es war mega geil. Jedenfalls, wir sind im Hotelzimmer und ich dachte, wir machen mal einen kleinen Haul, weil ich habe ja ein paar Sachen gekauft. Sorry, dass ich beim Shop nicht so viel gefilmt habe übrigens. Aber irgendwie war ich viel zu beschäftigt mit Anprobieren, Sachen in der Hand halten und Zeug rumkramen und so. Deswegen bekommt ihr jetzt einfach einen kleinen Haul. Also ich habe alles in einer Tüte. Ich habe bei Brandy, also Brandy Melville, wer das nicht kennt, das gibt es nicht überall. Ich weiß. Da wäre fast die Wasserflasche runtergefallen. Jedenfalls ist das so ein süßes babyblaues Trägerkleid. Hinten rückenfrei. Ich glaube, das trage ich einfach ohne BH, damit man den BH nicht sieht. Sehr süß. Ein Armband von Brandy. Das ist einfach so ein ganz, ganz feines, dünnes, silbernes Armband. Weil ich trage immer eigentlich so dünne Armbänder. Ich habe es nur abmachen lassen für mein Henna-Tattoo. Oh ja, kennt, aber es gibt ja von Christian Dior so Crop-Tops, die sind so, und dann sind die so fette Balken, da steht da so J'adore Dior oder so drauf. Crop-Tops kosten keine Ahnung wie viele 100 Euro. Ich habe schon endlang so einen Dupe gesucht, aber keins gefunden. Und endlich bei Urban Outfitters ein Dupe gefunden, den ich sehr cool finde. Und zwar ist der von Tommy Hilfiger. Das ist einmal so ein weißes Crop-Top eben mit so dicken schwarzen Trägern, wo Tommy Hilfiger draufsteht. Es war ein bisschen teurer. Das hat, glaube ich, 39 Euro gekostet. Beziehungsweise mit Schülerrabatt 35 Euro. Das war auch die Schmerzensgrenze. Achso, und die anderen Preise. Das Armband hat 4 Euro gekostet und das Kleid 26. Irgendwie meinte jemand, dass sie jetzt die Preise wissen möchte. Deswegen sage ich das mal dazu. Und dann war ich noch bei Bershka. Da habe ich mir noch 2 Oberteile gekauft. Und zwar einmal ein Body in einer sehr, sehr untypischen Farbe für mich. Aber da ich zu einem Event eingeladen bin, wo das Motto bzw. der Dresscode ultraviolett ist, muss ich mir irgendwas Ultraviolettes holen, weil ich habe absolut nichts annähernd Lilanes. Und dann ist es dieser Body geworden. Der ist eigentlich ganz cool, der hat so einen ganz geraden Ausschnitt. Finde ich ganz cool. Ich weiß nicht, wie oft ich ihn in meinem Leben anziehen werde, aber mein. Und einfach so ein ganz simples, graues Top. Ich wollte schon entlang sonst haben und es hat, glaube ich, 6 Euro gekostet und der Body 10 Euro. Und das war schon alles, was ich gekauft habe. Die Franchi war ein bisschen erfolgreicher als ich, aber ja, immerhin ein paar Sachen. Ich muss auch nicht immer so viel kaufen. Und wir machen es uns jetzt mal comfy, würde ich sagen, in unserem Zimmer. Legen uns ins Bett, schauen Netflix. Ich fange schon mal an, den Vlog zu schneiden. Und morgen geht es dann zum Frühstück. Dann melde ich mich wieder bei euch. Also gute Nacht. Hey ihr Lieben, ich beende diesen Vlog an dieser Stelle, weil ich mir überlegt habe, ich werde den Vlog zweiteilen. Also dass es 2 Vlogs geben wird. Einen von dem, den ihr gerade gesehen habt, quasi den Tag. Und einmal den Tag drauf, also den Samstag. Ja, ich hoffe, das passt euch so und wir sehen uns beim nächsten Vlog wieder. Tschüss!